Hallo zusammen, ich hier ist wieder Hotela und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt's heute wieder einen kleinen Toy Guide, heute mal nicht aus einer Kiste, sondern von einer World Quest. Und zwar haben wir hier in Ravendrest auf den Koordinaten 76, 66 eine World Quest, die schimpft sich Zehnt und Steuern. Und von dieser World Quest bekommen wir einmal ein episches Toy und dieses Toy schimpft sich Behältnis des Zehnteintreibers. Und ja, das können wir dann einsetzen und haben dann quasi wie bei der World Quest hier so ein Item auf dem Rücken. Ich habe jetzt schon mal ein bisschen was vorbereitet. Heißt, wir müssten jetzt gleich mit den letzten Mob, wenn wir umhauen, das Toy noch bekommen. Jetzt schauen wir mal, hier ist keiner mehr, dann killen wir da hinten mal den NPC. Ich hatte diese World Quest vor ein paar Tagen schon mal. Und da habe ich also kein Toy bekommen. Zumindest war das, glaube ich, dieselbe Quest. Ich musste hier die Lite und die Nonnelite umhauen. Ich schätze mal, dass es halt eine Chance gibt bei der World Quest, dass ja, dieses Toy dabei sein kann. Wie oft die natürlich jetzt spawnt, I don't know. Ich hoffe, wenn ihr die jetzt beim ersten Mal verpasst habt, dass die dann bald wiederkommt. Aber wie gesagt, ich habe die schon einmal gesehen, da war nicht das Toy dabei. Und ja, gut, aber auf jeden Fall die Koordinaten und wenn ihr es quasi verpasst habt, dann müsst ihr halt ein bisschen drauf achten, ist da die World Quest da und gibt es dann dementsprechend das Toy. Gut, wie ich würde sagen, wir lernen das einmal und schauen das an. Hier haben wir Behältnis des Zehnteintreibers. Episches Toy, gibt wenige, die episches sind tatsächlich. Und dann schauen wir mal, wie es aussieht. Behältnis. Aber ich schätze mal, das wird genauso aussehen wie von der World Quest. Genau, wir haben jetzt hier so einen Kessel drauf. Und der ist sogar auf den verschiedenen Gestalten, oder? Katze habe ich ihn auch. Gut, da sieht er ein bisschen dämlich aus. Reisegestalt auch. Im Bären ist es ganz cool tatsächlich. Also, das ist ein schickes Toy. Kann man auf jeden Fall nehmen und passt ganz gut von der Farbe her auch zu meinem Bären. Werde ich vielleicht das ein oder andere mal einsetzen. Gut, das war es eigentlich auch schon wieder von dem kleinen Toy Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen, die jetzt vielleicht noch die letzten Toys suchen. Ich werde mal weiter die Augen offen halten, ob es noch mehr über World Quest gibt von diesen Toys. Und ja, wenn ihr wollt, schaut das nächste Mal wieder rein. Euer Tela, bis dann. Ciao.